dem Namen schon sagt, von der Westküste Nordamerikas ursprünglich stammt. Also hier hat keines unserer Tiere jemals die Natur kennengelernt, stammt alles anderen Zoos. Alle Seelöwen zählen ähnlich wie die Seebären hier früh zu den sogenannten Ohrenrochen. Alle Ohrenrochen unterscheiden sich in ein paar anatomischen Punkten von den sogenannten Hutzrochen, zu denen wir früh auf der Einlage der europäischen Seelöwen gehören. Erstes Hauptunterscheidungsmerkmal sind die kleinen sichtbaren Ohrmuscheln, die alle Ohrenrochen deutlich sichtbar haben, wie wir zu denen hier gerade zeigen. Zweites Unterscheidungsmerkmal betrifft die Fähigkeit aller Ohrenrochen, im Land recht gut galoppähnlich laufen zu können, recht schnell zu klettern. So. Drittes Unterscheidungsmerkmal betrifft die Fortbewegungsweise im Wasser selbst. Alle Ohrenrochen, wie der Björn gleich mal zeigen wird, bewegen sich überwiegend über die Vorderflipper fort, während sich alle Hutzrochen klassischerweise über die Hinterextremitäten fortbewegen. Was aber alle Rochen gemeinsam haben, ist, dass sie echte Raubtiere sind, die sich in erster Linie von Fischen ernähren, die meisten Arten fressen darüber hinaus. Aber es hat sogenannte Trockenfüße, dazu zählen Tintenfische und Kraken. Viele Arten fressen des Weiteren diverse Seevögel in Form von Pinguin, Albatrossen, Drakeln und was sie sonst noch so erbeuten können. Wir verfüttern hier aber nur Fisch und Trockenfüßer. Natur sind vor allem große weiße Haie, aber auch große Schwertwale, die wir unter den Namen Orca oder Kinderwal kennen. Und die sorgen natürlich dadurch, dass sie wieder ein paar Robben fressen, zu einer natürlichen Population der Robben, sodass eben die Fischbestände nicht dramatisch abnehmen, wenn da nicht das Problem im Mensch wäre. Und dafür, dass es nicht nur einige Robben gibt, die mittlerweile vom Aussterben bedroht sind, durch die Fische in der Meere, nein, auch Pinguine und andere Meeresbewohner sind mittlerweile davon massiv getroffen. Da ist aber eine ganze Menge, was man machen kann. Das Leichteste ist zum Beispiel, man sorgt einfach dafür, dass das nächste Mal, wenn man Fisch kauft im Supermarkt, kauft man einfach Fisch, der zertifiziert und fangen würde, und dann sieht man schon mehr Fische. Alle Robben sind auch hochgradig intelligent gewesen, deshalb werden sie von uns hier täglich trainiert. Trainiert werden sie vor allem aus dreierlei Gründen. Der erste Grund ist, wir wollen sehr enge und vertrauensvolle Verhältnisse mit den Tieren haben und pflegen, um die Tiere jederzeit überall anzupassen, ohne